Travemünde geht es los. Wir werden nach rund 7-stündiger Überfahrt kurz nach Mitternacht in Trelleborg ankommen. Die Robin Hood, mit der wir hier fahren, ist sich ein sogenannter Kombi-Carrier. Die Ladekapazität beträgt 155 LKW auf 2400 Metern Decks. Wir haben das Schiff fast für uns alleine. Die Fernfahrer haben sich in ihre Kabinen verkrochen. Auf einem großen Parkplatz, kurz hinter Trelleborg, verbringen wir den Rest der Nacht. Am Morgen fahren wir dann weiter in Richtung Nybro. Knapp 50 Kilometer entfernt von Nybro liegt die Insel Öland. Sie ist mit dem Festland über eine 6 Kilometer lange Brücke verbunden. Das Schloss von Borgholm ist 1806 abgebrannt. Übrig blieb die riesige Schlossruine.
Öland wird auch die Insel der Sonne und Winde genannt. Es gibt auf Öland rund 400 Windmühlen. Zurück geht's über die 1972 erbaute Ölandbrücke. Imposant ist das im 16. Jahrhundert erbaute Schloss Kalmar. Unsere nächste Etappe ist das Glasreich. Hier in Småland gab es Ende des 19. Jahrhunderts 77 Glashütten. Heute gibt es noch 17. Wir besuchen eine der bekanntesten in Orrefors. Thank you.
Diese Teufelsschnapsgläser hier kosten über 100 Mark das Stück. Der Elchshop bietet alles, was mit Elchen zu tun hat. Will man uns veräppeln? Das ist doch kein Elch, das ist ein Hängebauchschwein. Ein Stückchen weiter, da kommen sie, Karl Gustav und Silvia, benannt nach dem schwedischen Königspaar. Man könnte glauben, wir sind an der Biskaya. Die starken Regenfälle haben den ganzen Campingplatz unter Wasser gesetzt. In Stockholm finden wir einen schöneren Platz. Zwar auch mit Wasser, doch wir stehen trocken auf einer Terrasse. Die nächsten 2 Tage besuchen wir Stockholm. Da es wieder einmal anfängt zu regnen, verschaffen wir uns in der Santa Clara Kirche erst einmal einen Überblick.
Mit dem Bus geht es nach Schloss Drottlingholm, der Wohnsitz der Königsfamilie. Im Schloss ist Fotografieren und Filmen leider verboten. In diesem merkwürdigen Gebäude war früher die Wache untergebracht. Den chinesischen Pavillon hat König Adolf Friedrich 1753 als Geburtstagsüberraschung für seine Frau erbauen lassen. Auch hier darf in den Innenräumen nicht fotografiert und gefilmt werden. In der Ritterholmskirche befinden sich viele königliche und adelige Grabstätten. Filmen darf man hier natürlich auch nicht. In der Altstadt liegt das königliche Schloss. Es wurde 1760 erbaut. In den Kellergewölben befindet sich die königliche Schatzkammer. Auch hier fotografieren und filmen verboten. Interessant sind die aufgemotzten Oldtimer, die uns bei unserem Rundgang immer wieder begegnen.
Die Vasa ist 1628 bei ihrer Jungfernfahrt im Stockholmer Hafen gesunken. 1961 wurde sie geborgen und in jahrelanger Arbeit wieder restauriert. Im Museum kann man über 7 Stockwerke die Vasa bewundern. Viele kleine Ausstellungen und Filme zeigen, wie das Schiff zum Beispiel geborgen wurde oder wie hier das Leben an Bord. Gleich neben dem Vasa-Museum liegt das Aquarium. Uns öffnet sich eine Welt der Tropen. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Stockholm finden wir uns schnell zurecht. Die Untergrundbahn wird hier Tunnelbahn genannt. Etwas außerhalb vom Zentrum liegt der 155 Meter hohe Kagnesturm. Wir werden mit dem Fahrstuhl in atemberaubender Geschwindigkeit nach oben transportiert. Von dort aus haben wir einen schönen Blick auf die Altstadt und das königliche Schloss. Schloss Gripsholm
liegt rund 60 Kilometer außerhalb von Stockholm. Mit dem Bau wurde vor rund 450 Jahren begonnen. Und auch hier fotografieren und filmen verboten. Von Stockholm machen wir uns auf nach Leksand am Siljansee. Nur wenige Kilometer entfernt von Leksand liegt Falun mit seinem berühmten Bergwerk. Die Grube ist am 25. Juni 1687 bis auf eine Tiefe von 300 Metern zusammengestürzt. Übrig blieb diese sogenannte Pinge mit einer Größe von 300 x 400 Metern und 100 Metern Tiefe. Das ganze Ausmaß der Katastrophe sieht man am besten aus der Luft. Diese Holzwand ist 208 Meter hoch und trennt den Schacht. Auf der einen Seite befanden sich die Fahrten und Pumpen und auf der anderen Seite wurde das Erz befördert. War gar keine Seltenheit, dass Conny auch im Hornbad am Dreck gebrannt hat. Zähne waren schwarz und die Maschine rausgezogen. Der riesige Stammholzkasten ist gefüllt mit Gestein und hat die Aufgabe, die Decke abzustützen. Der ganze Stolz der Grube sind die Besuche diverser schwedischer Könige und anderer hoher Persönlichkeiten. Königin Silvia und Kronprinzessin Victoria haben ihren Namen im Jahre 1992 an die Bergwand geschrieben. Dann wurde das ausgemeißelt und mit richtigem Gold eingefüllt, was man auch hier abgebaut hat. Die Floßbrücke von Gagnef ist 144 Meter lang und ist sogar noch für den Autoverkehr freigegeben.
der Floßbrücke von Österfors hat der Zahn der Zeit mächtig genagt. Diese Brücke ist nur noch zu Fuß zu überqueren. Von dem Turm Witzblick haben wir einen sehr schönen Überblick über den Siljansee. Eine Attraktion ist die Sommerrodelbahn von Rettvik. Wir genießen jedoch nur eine gemäßigte Abfahrt. Es fängt an zu regnen. In Nussnes wird das weltberühmte Dala-Pferd hergestellt. Aus einem Stück Holz
wird das Rohstück mit der Bandsäge ausgesägt. Der Schnitzer gibt dem Pferd mit viel Geschick die endgültige Form. Die großen Pferde werden gespachtelt, damit sie schön glatt werden. Hier bekommt das Pferd seine markante rote Farbe. Wir fahren in Richtung Süden nach Ödeshög und hoffen auf besseres Wetter. Ganz in der Nähe, am Vetternsee, liegt die Ruine Wiesingsö. Der Göta-Kanal verbindet den Venern und den Vetternsee mit der Ostsee. Eine der interessantesten Staustufen liegt bei Berg. Sie überwindet einen Höhenunterschied von 18,8 Metern.
Weiter geht's in Richtung Süden nach Feksjö. Die Domkirche wurde bereits im 12. Jahrhundert gegründet. Das Kleverbergwerk können wir auf eigene Faust erforschen. Wir bekommen eine Taschenlampe und los geht's. Die Panflötenmusik kommt durch die tolle Akustik in der Grube besonders gut zur Geltung. Unsere letzte Nacht verbringen wir wieder auf dem großen Parkplatz kurz vor Trelleburg. Wir sind mal wieder nicht die Einzigen, die hier übernachten. Am nächsten Morgen geht's auf die Fähre nach Travemünde.